Hey Leute, cool, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute eine Frage von einem Freund aus der Community, dem geht es gerade nicht so gut. Der hat starke Schmerzen, das schon seit vielen Jahren. Die Ursache wurde nie gefunden, das heißt, das gilt als psychosomatisch. Das hilft ihm natürlich auch nicht viel weiter. Psychische Probleme hat er außerdem auch und das war auch schon seit langem. Und im Moment plagen ihn wohl extreme Schlaflosigkeit. Er hat in der letzten Woche wohl 6 Tage hintereinander gar nicht schlafen können und plagt sich jetzt oder hat suizidale Gedanken und möchte sich gerne stationär einweisen lassen. Er war wohl gestern auch bei seinem Hausarzt und der ihm wohl irgendeinen Bericht oder irgendwas geschrieben hat, mit dem er dann zu dem Krankenhaus mit der stationären Einrichtung gehen konnte. Unser Freund meint aber, das sei nicht stark genug gewesen. Im Krankenhaus konnte er auf jeden Fall nicht aufgenommen werden, weil das voll ist. Er hat zwar ein langes Gespräch geführt mit einem Arzt und es wurde alles protokolliert und in einen Bericht geschrieben. Aber wie gesagt, das Problem, der Laden ist voll. Er steht jetzt auf einer Warteliste und wurde mit Schlaftabletten nach Hause geschickt, konnte immerhin wohl ein paar Stunden schlafen, dank dieser Tabletten. Genau, ist jetzt auf dieser Warteliste und soll irgendwann angerufen werden. Die Frage ist an euch, hat irgendjemand gute Tipps, wie du schnell an Hilfe kommst, wenn du Selbstmordgedanken hast? Welche Hebel musst du in Bewegung setzen, damit du stationär aufgenommen wirst, so schnell wie es geht? Und das in einem Gesundheitssystem, das gerade an die Grenzen ausgelastet ist. Wie kommst du an Hilfe, wenn du merkst, es geht nicht mehr? Hat irgendjemand gute Tipps? Kennt jemand irgendwelche Anlaufstellen? Vielleicht auch im Raum Hamburg? Wenn ihr was wisst, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Genau. Vielleicht war jemand von euch ja schon mal in einer ähnlichen Situation oder kennt sich aus. Das wäre schön, wenn jemand was teilen kann. Danke auf jeden Fall für eure Tipps, für eure Aufmerksamkeit. Passt gut auf euch auf. Bis bald und tschüss.